Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Mirror's Edge. Ich begrüße euch recht herzlich. Ja, und falls ihr den letzten Part noch in Erinnerung habt, dann wisst ihr sicher, dass wir uns ein kleines Stück vorgekämpft haben Richtung Dach dieses Gebäudes. Also die auch, ich glaube, ja, die Scherbe war es, wird sie genannt. Oder wird es genannt. Und wir haben auch eine kleine Zwischensequenz gesehen, die mir natürlich sehr gefallen hat. Also der Beginn jetzt nicht unbedingt, aber es hat sich herausgestellt, dass Miller auf unserer Seite steht. Er hat uns davor bewahrt, verhaftet bzw. wahrscheinlich auch eliminiert zu werden und steht uns jetzt mit Rat und Tat zur Seite. Und ja, wir müssen wirklich froh sein über jede helfende Hand, würde ich sagen. Und nachdem wir uns jetzt hier zu den Aufzügen durchgekämpft haben, wurde dieser abrupt gestoppt und wir müssen uns jetzt hier einen Weg nach oben suchen, beziehungsweise eben weiter Richtung Dach. Genau das werden wir jetzt auch machen, von daher genug gelabert, weiter geht's mit Mirror's Edge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich bin nach wie vor ein bisschen ratlos, muss ich ehrlich sagen, was ich hier machen muss. Also die Aufnahme ist ja genau nach dem letzten Part gestartet worden. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich hier rüber muss, aber mir kommt das einfach weit vor. Ich habe nichts gesagt, das funktioniert tatsächlich, sehr schön. Ach, Gott sei Dank. Wie gesagt, ab und zu ist es auch schön, wenn irgendwas mal auf dem zweiten Versuch klappt und nicht erst beim gefühlten 200. Wobei, ach du Schande. Ich habe Sie gehört. Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Es führt Sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten Sie einen Weg zurück nach innen finden können. So können Sie die Kerle abschütteln. Okay, das ist schön zu wissen. Allerdings, wow. Oh. Ja, okay, diese Stange habe ich wirklich nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Einmal mehr. Völlig übersehen, aber das war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt frage ich mich allerdings, ist das hier nicht zu weit? Au. Autsch, 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 autsch. Okay. Uff. Okay. Ja, das hat also nicht funktioniert. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... Oh, wow. Wo hänge ich hier? Warum komme ich hier nicht mehr hoch? Wo bin ich hier? Ah, okay. Ich dachte schon, das wäre schon wieder gewesen. Also ich bin immer noch der Meinung, dass ich... Ach, Faith, come on! Ich dachte, sie hätte sich noch festgehalten hier an dieser Brücke. Dem war allerdings nicht so. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders hin muss. Ganz ehrlich. Glaube ich nicht. Okay, auf ein neues. Okay. Es ist aber auch ein komischer Sprung, muss ich ehrlich sagen. Oh, ja, so viel auch zur Höhenangst, ne? Die ich ja auch mal erwähnt habe. Kann ich hier was drücken? Nein. Das ist insofern schlecht, weil ich jetzt trotzdem nicht weiß. Oh, 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 oh. Kann ich hier. Nein, kann ich nicht! Ach, sehr schön. Das wird wieder so ein richtig toller Fail-Part. Ist doch wirklich. Manchmal muss das ja auch sein, ne? Ich meine, nicht, dass ich das nicht schon ein paar Mal gehabt hätte. Davon mal abgesehen, aber... Ja, gut. Gibt ja auch Schlimmeres, denke ich. Und wie gesagt, das bringen Blindruns wahrscheinlich auch so mit sich. Wobei ich mich wirklich jetzt frage, wo... Oh, ja. Ich habe nichts gesagt, gar nichts. Absolut nichts. Nö, 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 nö. Kann ich hier rüber wandern? So ein bisschen? Ja, das geht tatsächlich. Sehr schön. Ah, okay, hier ist eine Leiter. Jetzt muss ich doch wieder hoch. Meine Güte, was für ein Labyrinth. Oh no. Oh, vorsichtig. Faith, mach keinen Scheiß. Ne?
Ihr Mädchen. Sei lieb. Okay. Ah, okay. Das heißt, ich kann wahrscheinlich hier von diesem Rohr auf diese Stange und hier rein. Yay! Oh no. Also besser wird es nicht. Definitiv nicht. Ja, also das gesamte Let's Play, muss ich sagen, habe ich mir ein paar Mal gedacht, hoffentlich ist Faith gut versichert. No! No! ja, das passiert, wenn man so ein bisschen hektisch und panisch dann auch reagiert, weil man denkt, ja, geschafft, yay! So, jetzt ganz still, ganz ruhig hier, Faith, bitte ein Stück nach rechts, danke. So, ich hoffe, das war weit genug. Oder nicht zu weit. Oh Gott. Oh mein Gott. Puh. Tja. Jetzt ist natürlich die Frage, muss ich hier wieder runter? Oder muss ich hier hoch? Wow, okay, ja, so viel. So viel dazu. Oh mein Gott, ganz ehrlich, was ist das denn? Nee, Faith, langsam. Ja, ich sehe da vorne auch noch eine Stange. Allerdings... Ja, ich komme da ja auch nicht hoch, oder? Ja, und hier ist es dermaßen dunkel, dass ich überhaupt nichts sehe. Super. Das ist natürlich auch sehr schön. Oh, wait a minute. Oh mein Gott. Help. Ganz fieser Part, ganz ehrlich. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Okay. Kann ich hier was drücken? Nein. Super. Wäre ja auch zu schön gewesen. Dann kann ich ohnehin nur hier rauf, würde ich sagen. Au. Autsch. Autsch. Ich dachte, ich könnte mich da oben vielleicht festhalten. Dem war offensichtlich nicht so. Okay. Faithy. Wohin geht die Reise? Ha! Endlich mal geschafft, mich abzuholen. Und ja, ich frage mich jetzt wirklich, wo es hier hingeht. Ah. Jetzt sehe ich Sie. Ein Scharfschützenteam überwacht dieses Gebiet. Sie können auf der anderen Seite wieder rein. Seien Sie vorsichtig, Faith. Oh no. Ach komm. Ernsthaft. Ein Scharfschützenteam. Ja, und einmal mehr habe ich natürlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Tja, ich kann jetzt schon sagen, dass das nicht gut ausgehen wird. Ich bleib lieber hier mal. Ach du Schande! Ich meine, ich finde es ja schön, dass sie mir den Weg weisen oder mich hier mit Licht unterstützen, aber auf diese Art von Lichtquelle könnte ich ganz ehrlich verzichten. Ah, shit. Oh, wait a minute. Au, das wird nicht gut enden. Nein. Puh.
Das gefällt mir gar nicht und das noch viel weniger. Verdammt. Schande. Oh nee, 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 nein, 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 au. Au, au, au. Tja. So viel zur Wegfindung. Shit. Ich kann ja nicht über die Zäune. Okay, hier komme ich erst gar nicht hoch. Gut, dann kann ich eigentlich nur versuchen. Ja. Wow. Okay. So viel dazu. Verdammt. Ja, das wird ein längerer Part. Das sehe ich auch jetzt schon. Nee, 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 nee. Lasst mich in Ruhe. Ich bin gar nicht hier. Ihr seht mich nicht. Ich sehe euch nicht. Ne, 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 den Fehler habe ich vorhin schon gemacht. Dammit. Ja, ich werde das jetzt genau einmal noch versuchen und dann. Boah. Ganz übel. Ich meine, hätte ich auch ein Gewehr, dann würde ich noch sagen, okay, hier komm, pff, was soll's, ne? Aber so ist das Ganze einfach nur nervig. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht gleich mal einen Cut machen muss. Weil ich es wahrscheinlich auch machen werde. Weil ich nicht will, dass ihr hier jetzt. Oh no, Siri. Au. Seriously. Ich vergesse da immer, dass ich ganz normal rüber springen kann. Wow, wow, wow. Okay. Ja, und so war das eigentlich nicht gedacht. Ich wollte eigentlich nur wegspringen. Aber ich hoffe, dass ich hier noch hochkomme und das Ganze. Au. Okay. Sie schicken Verstärkung. Okay. Der da drüben macht mir jetzt natürlich noch ein bisschen Sorgen. Weil ich den von hier aus nicht ins Visier nehmen kann. Oh, da hat es ja noch welche. Shut up. Oh, 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 oh. War's das? Also eigentlich müsste es das gewesen sein. Ich hoffe es zumindest. Oh, Faith, 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 Faith. Bleib oben hier. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu früh weggeworfen. Wow. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hänge hier fest. Super. Ah, Hochspannung. Dammit. Wo zum Geier soll ich denn hier? Oh nee, oder? Okay, ja. Tut mir leid, liebe Leute, ich mache jetzt hier definitiv. Super. Help? Help? Ja, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut, tut mir leid, aber diese Sequenz, oh mein Gott. Werde ich das nächste Mal dann nochmal machen. Sonst wird das einfach auch wirklich zu lange hier.
Ja, wie gesagt, tut mir leid, einmal mehr ein Fail-Part. Muss aber auch sagen, die Sache wird nicht unbedingt einfacher. Muss ich ganz ehrlich gestehen, also ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich mal so nervig und stressig wird. Auch wenn das Spiel nach wie vor sehr viel Spaß macht, also das muss ich auch betonen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich trotzdem weiter begleiten würdet, wenn es heißt Let's Play Mirror's Edge. Und bis dahin wünsche ich euch, wie gehabt, einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.